im Finstern wandert, es sieht ein großes Licht und in der Dunkelheit scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, Gott schenkt uns seinen Sohn und die Herrschaft, sie ruht auf ihn. Er heißt wohl. Wird es wieder ein Weihnachten, was nur unter Ausnahmezuständen stattfinden kann? Und wird noch einmal alles anders als sonst? Ja und nein. Ja, denn die Corona-Pandemie ist noch nicht vorüber und die Situation ist noch herausfordernd. Aber nein, weil der eigentliche Grund, warum wir Weihnachten feiern, gleich bleibt. Nämlich, dass sich uns Gott als Kind in der Krippe schenkt und dass es damit auch in unserer heutigen Zeit hell wird. So wie wir es im ersten Lied schon gesungen haben. Damit heiße ich Sie herzlich willkommen zum jährlichen Adventssingen, das wir als Mitarbeiternetzwerk Ichtus, das ist das Netzwerk der Christen in der Commerzbank, auch in diesem Jahr wieder aufzeichnen und über den YouTube-Kanal der Commerzbank virtuell veröffentlichen, weil ein gemeinsames Singen noch oder wieder nicht möglich ist. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Hans-Christian Edenharder und ich bin Teil des Sprecherkreises des Netzwerkes Ichtus. Wir haben ein gänzlich neues Programm dieses Jahr für Sie zusammengestellt, mit modernen, neuen Liedern zum Advent. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön auch an die Frankfurter City Church, in der wir wieder zu Gast sein dürfen. Und natürlich haben wir diese Aufnahme auch wieder unter den geltenden Corona-Bedingungen aufgenommen. Bevor wir mit dem Singen fortfahren, möchte ich noch einmal kurz auf das erste Lied zurückkommen, weil es den Grund von unserem heutigen Adventssingen deutlich macht. An Weihnachten feiern wir, dass der dreieinige Gott als Kind in diese Welt gekommen ist, damit wir wahren Frieden empfangen und uns mit Gott versöhnen können. Und für uns alle gilt die Zusage, dass Gott mit uns sein wird, wenn wir das möchten. Was für ein Zuspruch in diesen Zeiten.
Und wir wollen daher auch mit dem diesjährigen Adventssingen ganz bewusst ein Zeichen der Hoffnung, des Friedens und des Lichts in diese Welt senden. Und uns die Weihnachtsbotschaft vergegenwärtigen. Fürchtet euch nicht, denn für euch ist heute ein Retter geboren. Und einen Impuls setzen, darüber nachzudenken, was dieses Geschenk des Kindes in der Krippe für uns bedeutet. Wenn Sie mehr zu Ichthus erfahren möchten, dann schauen Sie im Intranet und sprechen Sie einen der dort hinterlegten Ansprechpartner an. Jetzt aber soll es mit dem Singen losgehen und ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit Arne Kopfermann und seiner Band singen können. Ganz wichtig für Sie an den Bildschirmen, singen Sie gerne mit. Wir singen moderne Lieder des Advents in Deutsch und Englisch, um auch die internationalen Kollegen mit einzubeziehen. Die Liedtexte finden Sie eingeblendet. And for all English-speaking guests, English information can be found below. Lassen Sie uns jetzt also gemeinsam diese Adventszeit mit Licht und Freude erfüllen und uns so auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Wir aus dem Netzwerk Ichthus wünschen eine frohe und gesegnete Adventszeit. Du kommst herab von deinem Thron, kommst auf die Welt, du Gottes Sohn, verliest für uns die Herrlichkeit und wurdest klein, um Mensch zu sein. Du kommst herab von deinem Thron, kommst auf die Welt, du Gottes Sohn, verließ für uns die Herrlichkeit und wurdest klein, um Mensch zu sein. Yeah.
of incarnate love divine. Star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel, Noel. Son of God and Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to raise us from the grave, Christ. Noel, Noel.
der Krippe schwach und bloß, so klein und arm und hilflos. Dies Kind, das Schutz und Hilfe sucht, es wird selbst Glück und Heimat geben. Komm, komm, unserem König zu Ehren, denn dies Kind im Stall ist der Herr des Alls und das Licht dieser Welt. Komm, komm, unserem König zu Ehren, denn dies Kind im Stroh macht die Herzen froh, wie es Gott selbst gefällt. Gottes, die sich aus himmlischen Sphären aufmacht und in Gestalt eines kleinen Kindes zu uns auf diese Erde kommt, um aller menschlichen Not zu begegnen. Sie steht im Zentrum des Weihnachtsfestes, das etwa seit Beginn des 4. Jahrhunderts, also seit etwa 1600 Jahren, gefeiert wird. Im Verständnis Jesu besteht das höchste Gebot aus einem Vierklang der Liebe. Zu Gott, zu meinem Nächsten, zu mir selbst und auch zu meinen Feinden.
Das ist die Entfeindungsliebe, wie die deutsche Poetin Christina Brudereck so wunderschön in Worte fasst. An dieser Liebe soll man die Menschen erkennen. An verschwenderisch großzügiger Liebe. An diakonisch mildtätiger Liebe. An barmherzig annehmender Liebe. Und an aufopfernd hingebungsvoller Liebe. Und von keinem anderen Vorbild können wir diese Liebesfähigkeit besser erlernen als von Jesus Christus, wie es so eindrucksvoll in den Zeilen von 1. Korinther 13 zum Ausdruck kommt. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und sie hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe die größte. Deine
und verbindet Herz und Hand, gilt den Jungen wie den Alten. Wer ihr folgt, baut nicht auf Sand. Herr, zu dir will ich mich halten, deinen Plan will ich erfüllen. Droht mein Inneres zu erkalten, mich in deine Liebe rein. Droht mein Inneres zu erkalten, mich in deine an Weihnachten stimmungsvoll mit viel Lametta und Süßigkeiten das Geburtstagsfest Jesu feiern, vergessen wir über dieser Krippenszene schon einmal, dass dieser Stall ein heruntergekommener war, eine Absteige und keine heimelig gemütliche Skihütte. Und so wenig gemütlich wie die Geburt Jesu war, so wird in den Evangelien der Bibel auch sein Tod beschrieben. In den Worten von Jakob Friedrichs: Der christliche Glaube beginnt mit dem Tod Gottes. Was ist das Christentum nur für eine merkwürdige Religion? Sie feiert nicht nur, dass ihr Religionsstifter einen der grausamsten Tode stirbt, den man sich vorstellen kann, sondern auch, dass Gottes Hilfe ausbleibt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind laut zwei Evangelien die letzten Worte von Jesus am Kreuz. Gott hilft einfach nicht. Und als ob das nicht genug wäre, feiert sie schließlich, dass es Gott selbst ist, der da Gott verlassen am Kreuz mit der Frage auf den Lippen ringend erstickt, warum Gott nicht hilft. Die Quadratur des Kreises. Und als ob das immer noch nicht genügt, richten wir mit dem Karsamstag sogar einen seltsamen Feiertag dafür ein, dass Gott auch tatsächlich tot ist. Und wenn dir jetzt langsam mulmig wird, weil das doch allzu düster ist, und du den Impuls verspürst, anzufügen, dass aber doch noch die Auferstehung folgt, so bitte ich dich, spring nicht zu schnell zu diesem Sonntag. Bleib mit mir mal beim Karsamstag. Noch feiern wir das volle Grab, die Dunkelheit, das Wo bist du, Gott? Halte das mal aus. Wenn jemand das Christentum eine Vertröstungsreligion nennt, dann frage ich mich immer, ob derjenige schon einmal über den Karsamstag nachgedacht hat. Vertröstung? Gott ist tot, und zwar richtig. Den Gott, den wir gerne hätten, den gibt es nicht. Der Gott, der unser Glück garantiert, der ist Unsinn. Eine Erfindung. Der Gott, der noch in jedem letzten Augenblick mit den Fingern schnippen und Legionen von Engeln vom Himmel schicken wird, die dich vom Kreuz herunterholen, ist nicht mehr als ein Marketing-Gag unserer Wunschvorstellung. Aber aller Schmerz, den du verspürst, auch jetzt, auch in diesen vielleicht dunklen Tagen, ist tatsächlich ein Teil Gottes. Denn es gibt keine Gottesferne, weil Gott selbst dort ist, wo er eigentlich gar nicht sein dürfte. Thank you.
anders, ganz anders, als wir dich oft sehen. Du setzt dich zu Schwachen und Kranken, der Stolze und Mächtige stehen. Du sagst, dass die Großen auf Erde am Ende die Machtlosen sind, dass wir erst so nachfolgen werden, wenn wir so vertrauen wie ein Kind. Ja, wenn wir vertrauen wie ein Kind. Du bist groß, weil du klein geworden bist. Gott, der Herr, der selbst Kind geworden ist. Komm uns nach. Seine heißgeliebten Kinder nicht vergisst. Sie niemals vergisst. Jesus, du bist anders. Unsere Vorstellungskraft. Du herrschst über himmlische Welten und steigst doch vom Himmel herab. Du suchst nicht den eigenen Vorteil, du gehst selbst den untersten Weg, verzichtest auf all deine Rechte und darum behältst du den Sieg. Ja, darum behältst du den Sieg. Du bist groß, weil du klein geworden bist. Gott, der Herr, der selbst Kind geworden ist. Komm uns nah, weil der Vater uns vermisst. Des Universums seine heißgeliebten Kinder nicht vergisst. Du bist groß, weil du klein geworden bist. Gott, der Herr, der selbst Kind geworden ist. Seine heißgeliebten Kinder nicht vergisst. Niemals, niemals vergisst. Gott, du bist anders. Im Neuen Testament, im Brief an die Philipper, stehen einige bemerkenswerte Zeilen. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Denn obwohl er doch in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Musik.
Er erniedrigte sich selbst noch tiefer. Er war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott erhöht und ihm diesen Namen gegeben, der über allen Namen steht. Und auch wenn John Lennon bereits im Jahr 1966 behauptet hat, dass sich das Christentum im Niedergang befindet und die Beatles bereits jetzt populärer als Jesus seien, auch wenn der christliche Glaube in der Kirche im Lauf der Jahrhunderte immer wieder für selbstsüchtige Interessen missbraucht worden ist, diese Person, Jesus Christus, hat seit 2000 Jahren Menschen begleitet. Ja, nach ihm ist sogar unsere gesamte Zeitrechnung benannt. Und in den schweren Zeiten des Lebens, von Verlust und manchmal auch Tod, ist er ein Leuchtturm der Hoffnung im Dunkel unseres Winters. Eine Hoffnungsquelle, die wir brauchen. Er ist ein Gott, der nahbar ist und uns nahe kommen möchte. Und davon singen wir an Weihnachten und auch heute. Did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hands? Did you know that your baby boy would walk where angels roam? When you kissed your little baby, you've kissed the face of God. Mary, did you know? Creation. Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy has come to make you new? This sleeping child you're holding is a great I am. Mary, did you?
that you know. Komm, komm unseren König zu ehren, denn dies Kind im Stall ist der Herr des Alls und das Licht dieser Welt. Komm, komm unseren König zu ehren, denn dies Kind im Stroh macht die Herzen froh.